SE-5A, ein französischer Jäger aus dem Zweiten Weltkrieg. Die beiden Serviceleute, sie gehören dazu. Und wir stellen Ihnen den Mann vor, der das alles ermöglicht hat. Ja, wir haben bei uns erstmals in La Ferté Peter Hartmann. Er kommt aus der Schweiz und hat uns hier einen ganzen LKW voll herrlichster Modelle mit nach La Ferté gebracht. Ich bin aus der Schweiz, aus dem Kanton Jura in Basse-Cour. Das ist rund 50 Kilometer von Basel. Ich komme selber aus dem Autogewerbe, habe vor einem Jahr das Swiss Aerobatic Team gegründet. Wir haben rund etwas über 100 Flugzeuge. Wir sind 20 Piloten, 15 Mechaniker und etwa 5 Konstrukteure, die die Flugzeuge bauen. Ja, also im Moment finanziere ich alles selber. Ich habe zwar das Eisbier-Logo habe ich gekauft von Feldschlösschen, um das zu verwenden. Und ich hoffe, dass wir wollen einfach zuerst etwas präsentieren, bevor wir einen Sponsor suchen. Wir hoffen, dass die Firma Feldschlösschen mit dem Eisbier-Team, dass wir das wieder aus dem Schlaf erwecken können. Das hat ja 1997 mit dem Absturz von den beiden Herr Schweizer und sein Sohn hat es aufgehört. Wir sind im Moment in Basse-Cour an einem Gebäude konstruieren. Wir wollen das erste Modellbaumuseum in Europa eröffnen. Mit einem Modellbauladen und einem modernen Modellbau für Flugzeugmodelle konstruieren, ein modernes Atelier, eine moderne Werkstatt bauen. Ne? Wir stehen hier vor einer SE-5A. Peter Hartmann, was hat es damit auf sich? Die SE-5A hat uns Claude Masson, er ist von Ferté-Alle, gebaut. Diese Maschine hat er da von Ferté-Alle im Museum kopiert eigentlich, im Maßstab 1:2 hat er das mit rund 5000 Arbeitsstunden, hat er die original nachgebaut. Ja. Wir wünschen dir und deinem Team alles Gute für die Zukunft, toi 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 und viel Erfolg für das Eisbier Aerobatic Team. Vielen Dank. Ja, und das ist der Mann, der hat diese SE-5A erbaut, Monsieur Maison. Er pendelt zwischen La Ferté-Allée und der Schweiz hin und her, um dieses Werk zu vollenden. Der Motor ist angelassen, Andreas Lüthi am Ruder und wir sind gespannt auf den Flug dieser 85 Kilogramm SE-5A. Boah, schaut euch das an, der Andreas Lüthi, er nimmt sie hier heran. Zwei Mann tragende Replikas stehen übrigens hier im Museum Sally und die sind lange nicht so detailliert gebaut wie dieses wunderschöne Modell. Sie liegt satt in der Luft und der Andreas Lüthi, er hat sie im Griff. Donc, vous le voyez, les échanges sont situés sur le défilement, sur également à côté du filet, ce qui veut dire encore que c'est l'époque où l'ancien souhaitait de se faire. Ja, der schont sie nicht, der Andreas Lüthi. Ein Topmodell, ein Top-Pilot. Das macht Spaß, dieser Flugperformance zuzusehen. Achten wir auf die Landung. Na, da haucht er sie hin, der Andreas Lüthi. Super Flug, super Modell, ein Modell von Peter Hartmann aus der Schweiz.